Billy Mocha auf Swahili 3, 2, 1. Dieses Jahr so lange auf dich gewartet, du geliebtes Land. Tansania is calling für die fantastische NGO Q-Ratio. Und ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Es geht los. Ich nehme dich mit. Komm und schau. Wir starten in Frankfurt und es geht an diesem einzigartigen Berg vorbei. Hey, und wenn du mich noch nicht kennst, das bin ich. Reika Vermegen, freiberufliche Hebamme aus Deutschland und jedes Jahr im Winter unterwegs in ferne Länder, um von und mit anderen Menschen in deren Land und Kultur zu leben und zu lernen. Und das erste Mal ertönt ein lautes und fröhliches Karibu Reika, was mir in den nächsten Wochen so oft entgegengerufen wird und ich willkommen geheißen werde. Und ich freue mich sehr, meine CEO Birgit und den NGO-Manager Steven direkt am Flughafen zu sehen und in die Arme zu schließen. Auch drei unserer Kinder des Family Centers sind mitgekommen, um mich willkommen zu heißen. Wir brechen auf nach Hause in unser Family Center zu Stevens Eltern, Stevens kleinem geborenen Mädchen, seiner Frau, und ich freue mich. Warum bin ich in Tansania dieses Jahr? Ganz einfach. Die NGO ist fantastisch. Sie hat in den letzten 4 Jahren bereits so wahnsinnig tolle Projekte auf die Beine gestellt und Menschen eine Perspektive gegeben, um für ihre individuelle Unabhängigkeit zu sorgen. Und nun darf ich als Hebamme in Maasai-Dörfer gehen und mit ihnen zum Thema natürliche Familienplanung, Verhütung und sogar auch Beschneidung sprechen, austauschen und im engen Kontakt sein. Was für eine Ehre! Q-Ratio hat aber, wie gesagt, auch ein Family Center, in dem 12 Kinder aufgenommen wurden, dort leben, und ich möchte sie euch so gerne vorstellen. Ich liebe sie und ich weiß, ihr werdet sie auch lieben. So oft wie es möglich war, habe ich es genossen, abends diese Spaziergänge mit allen Kindern, die wollen, plus unseren 3 Hunden. Musik hören, sich unterhalten, Spaß haben, kuscheln und immer eine frische Mango auf der Hand mal eben zu haben. Super fantastische Ernte dieses Jahr. Es macht einen Riesenspaß. Machst du mir ein bisschen Platz, Schatzi? Hallo, guten Morgen, Karibu. Karibu, mein Schätzchen. Hallo, sag mal. Guten Morgen zu allen. Ja, was denn? So, wir müssen jetzt los. Wir haben ganz viel gearbeitet. Und dir geht's gut? Ja? Alles klar. Ich liebe meine Morgengespräche mit meiner Mbusi, der Ziege. Und dieses Wort ist als Hebamme natürlich absolut fantastisch. Und wer wartet am Frühstückstisch? Da steht er schon wieder, unser lustiger kleiner Wilson. Putzt sich die Zähne in dem schönsten Badezimmer der Welt. Ist es nicht herrlich, im Garten sich die Zähne zu putzen?
und wir überlegen, was können wir heute tun? Ich habe noch Zeit, um mit den Kindern zu lernen, zu spielen und wir entscheiden uns, einen Kuchen zu backen. Kuchen backen ist nämlich überhaupt nicht einfach nur Kuchen backen. Die Kinder können alles Mögliche an Fähigkeiten einsetzen und auch noch dazu lernen. Und nachdem wir überlegen, Bananen pflücken zu gehen, Mehl einzukaufen und alles andere an Gerätschaften zu besorgen, legen wir los. Es ist ganz natürlich, dass die Kinder hier Aufgaben und Verantwortung übernehmen, damit Gemeinschafts- und Familienleben überhaupt funktionieren kann. Es können nicht 16 Leute unter einem Dach wohnen und nur Mama und Papa erledigen alles. Die Kinder sind hier sehr gewillt, dieses Gemeinschaftsleben mit zu praktizieren und zu kreieren und haben daher jeden Tag ihre eigenständigen Aufgaben neben ihren Hausaufgaben und auch Zeit zum Spielen. Wow, you're cutting the vegetables. And how do you cook it? The oil. The onion. Mm-hmm. Then the vegetables. Mm-hmm. If you want to put tomato, you put. Mm-hmm. If you want to put carrot, you put. Carrot. You put a little bit of water, then it's done. Wait. Wow. You like it? To prepare the mboga? Eh? Asnati, Monica, you like it? Yes. Unapenda? Yes. Unapenda? So that's my dinner, huh? For me, mboga. And for you? Yes. I'm happy to hear that. Veganerin freut sich. Bis der Kuchen fertig ist, haben wir Zeit zu malen, zu lachen und zu spielen. Und ich habe Zeit, euch diese tollen Menschenkinder vorzustellen. Alle haben eine wirklich harte Geschichte schon hinter sich und ich möchte sie euch gerne näher präsentieren. Denn die Kinder in unserem Familienzentrum sind die lebendigen Beispiele dafür, was aus Menschen werden kann, wie sie sich entwickeln, wenn man ihnen Schutz, Liebe, sauberes Wasser, regelmäßige Mahlzeiten und Bildung ermöglicht. Fangen wir an mit dem tollen Shafi. Shafi ist einer unserer Ältesten und lebt seit 4 Jahren nun im Familienzentrum. Shafis Vater ist nach der Scheidung von Shafis Mutter mit einer neuen Frau zusammengekommen, die auch Kinder mitgebracht hat. Und diese Stiefmutter hat Shafi sehr, sehr schlecht behandelt. Shafis Tante konnte schließlich diese unerträglichen Zustände nicht mehr aushalten und kam zu Steven und bat um Aufnahme von Shafi im Familienzentrum. Shafi hat nie eine Schule besucht und daher musste er mit 10 Jahren erst in die Förderklasse. Heute ist Shafi ein Aushängeschild für seine Schule, einer der besten Fußballer seiner Schule im Team und alle sind sehr interessiert und er investiert extremst viel in seine Schulbildung und ist ein hervorragender Schüler geworden. Mit Shafi kann man Pferde stehlen, er tanzt wunderbar und ist unglaublich lustig. Hier seht ihr die Veränderung von Paul. Paul war ein typischer Maasai-Junge, der vor 2 Jahren zu uns kam und bis dahin die letzten 3 Jahre jeden Tag alleine im Busch mit seinen Tieren verbracht hat. Er wollte so gerne zur Schule, doch seinen Eltern war es nicht möglich, denn auf das Vieh musste einfach geachtet werden, es musste zum Wasser geführt werden und es war einfach nicht möglich.
Paul sah sich gezwungen, sich selbst zu verletzen, in der Hoffnung, am nächsten Tag nicht mehr in den Busch zu gehen. Davon hörte Sabori, der ehemalige Maasai-Leader, und er kam zu Steven und bat darum, dass Paul zu uns kommen darf. Er war unglaublich schüchtern. Paul will heute der nächste Präsident, sobald er alt genug ist, von Tansania werden. Paul ist wahnsinnig gescheit, spricht mittlerweile sehr, sehr gut Englisch und ihn kann man für alles, alles immer mitnehmen und er macht einfach gute Laune, tanzt wie ein Weltmeister. Unglaublicher Typ, der Paul. Ein alkoholkranker Vater hat diesem wunderbaren Jungen nur schlimme Worte gesagt und seine Kinderseele verwundet. Er hat bei uns seinen neuen Namen Barak bekommen, weil sogar sein alter Name eine Beschimpfung war. Barak bedeutet Blessing und das ist er für uns alle. Ein warmherziger und fröhlicher Junge, der mit Paul und Shafi extrem gut tanzt und mit ihnen sogar mittlerweile auf Hochzeiten auftritt. Er spricht hervorragend Englisch und er hilft mir sehr bei meinem Swahili. Ich bin so gerne mit ihm zusammen und werde nicht aufhören, ihm zu sagen, wie sehr ich ihn liebe. Das ist Wilson am Tage seiner Abfahrt zu uns ins Family Center. Er steht vor seiner elterlichen Boma, dem Maasai, zu Hause und er trägt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Schaut, wie sich ein Mensch verändert nach nur 2 Jahren. Heute ist Wilson ein sehr aufgewecktes Kerlchen, der heimliche Instagram-Star auf meinem Account. Wilson will man einfach nur 1 Million Mal klonen und am liebsten überall hin mitnehmen. So liebevoll, spaßig, interessiert, zu Hunden, Tieren, Menschen, ein wunderbarer Schatz. Ah, Elisa! Als Elisa mich mit am Flughafen abgeholt hat, war es bereits im Auto um mich geschehen. Sie lässt Menschen in ihr Herz. Ihr Wesen ist in ihrem schönen Gesicht direkt zu lesen. Sie ist so mutig und eine tolle Schwester für alle Kinder hier. Im Moment hat sie sogar ein Stipendium von ihrer Schule, weil sie eine so gute Schülerin ist und sie selbst ist richtig stolz darauf und wir freuen uns mit ihr. Elisa tanzt begeistert und reißt uns alle mit. Sobald die Großen anfangen, eifert sie mutig hinterher und es ist eine große Freude, in diese strahlenden Augen und diesem gewinnenden Lachen mit einzufallen. Nai ist eine imposante Persönlichkeit. Mit 5 Jahren, 2019, hat sie bei einem Besuch von Steven in ihrem Maasai-Dorf gesagt, dass sie unbedingt zur Schule gehen will und lernen will. Er war so beeindruckt und er hat ihr vorgeschlagen, dass sie sich waschen gehen soll und dann könnten sie darüber reden. Sie hat verneint und hat sehr deutlich klargemacht, dass sie Angst hat, wenn sie nach dem Waschen wiederkäme, er weg sei. Sie möchte jetzt mit ihm fahren, in die Schule gehen und lernen dürfen. Nai fasziniert mich immer wieder und ich genieße es sehr, mich abends beim Spazierengehen mich mit ihr zu unterhalten und von ihr zu hören, dass sie später ein Krankenhaus errichten will. Musik. 2017 gab es 3 Jahre hintereinander keinen Regen. Sinjatis Papa ist in seiner Not, um Wasser zu sammeln, auf ein Militärgebiet zu deren Wasserstelle gegangen. Sie reagierten mit Kleinbomben auf ihn. Seitdem ist er blind und mental angeschlagen. Sinjatis Mama hat alles versucht, doch war nicht mehr in der Lage, die Familie zu versorgen und ist sehr, sehr arm. Sinjati ist heute die beste Schülerin ihres Jahrgangs, ist ein quirliges, lachendes Mädchen, die mit allen rumschäkert und mir immer wieder in den Haaren herumfährt und ganz nebenbei eine lustige neue Frisur zaubert. Und dann haben wir noch Monika. Monika
hat bei ihrer alten Großmutter gelebt. Und die Großmutter kam in Sorge zu uns und sagte, sie hat so viel Angst, wenn sie bald stirbt oder nicht mehr kann. Wer kümmert sich um Monika? Monika ist eine wahnsinnig gute Schülerin, integriert sich sehr, sehr gut in die Familie und Monika bereichert das Leben ungemein in unserem Alltag. Asnati ist unser jüngster Familienzuwachs. Wir freuen uns, dass sie bei uns ist. Sie ist das 13. Kind in ihrer Herkunftsfamilie und ihre Eltern hatten es ein wenig schwer, für alle genug zu essen zu haben. Asnati war am Anfang sehr scheu und zurückhaltend und wir freuen uns jetzt schon über ihre Entwicklung. Sie versucht sich zögerlich und wird jeden Tag mutiger und liebt es, in ihrer neuen Familie zu leben und wachsen zu dürfen. Sabina ist mit unsere Älteste. Das genaue Alter oder gar ihren Geburtstag wissen ganz viele überhaupt nicht. Das ist nicht in der Kultur der Maasai verhaftet. Sabina ist zwar die einzige Nicht-Maasai und sie ist bei uns, weil sie mit ihrer alleinerziehenden Mutter, den Hühnern und Ziegen in einer Boma gemeinsam gelebt hat. Für niemand von uns vorstellbar. Und bei einem Sturm ist ihnen ihr Dach weggeflogen und dann war da nichts. Sabina kommt langsam immer mehr zur Ruhe. Sie kommuniziert viel mit ihren Augen und leichten Bewegungen in den Mundwinkeln. Und oft legt sie in Stille ihre Hand in meine und drückt feste zu. Sie mag Handmassagen und hat ein wunderbares Gefühl dafür entwickelt und Spaß, uns auch welche zu geben. Sie geht das erste Mal regelmäßig in ihrem Leben in die Schule und genießt es jetzt, auch Englisch lernen zu dürfen. Und das ist Anna. Anna hat einen gewalttätigen Vater. Heute lebt sie in Sicherheit im Family Center und entfaltet sich offen, frei und natürlich zu einer jungen, bezaubernden Frau. Das ist Loasa, damals mit 10. Und seine Geschichte möchte er euch selbst erzählen. I was living in Makuyuni. Mhm. Near Tomsoki. Mhm. Then I've hear this chance, then I've come at 11 o'clock. Then I've reached at home 8 p.m. Wow. Mm. So during the night? Mm. Yes. Completely alone? Mm. Yes. After coming, then my father told me there is a chance to go to school. You like? Then I tell him, yes. After coming here, Stephen can teach me to count numbers because I don't know to count on numbers. Mm-hmm. From number 1 up to 10. You didn't visit mm-hmm. any school? Yes. So but you have to learn everything? Yes. So there, teacher Stephen bring me at school, baby. Baby class. Yes. After there, I go to Memkwa. Memkwa adult. Mm. After there, I go class 4. I did the exam. I've get grade B. Perfect. And you like going to school, huh? Yes. After there, I go to Groland Primary School. Mm. And yes. Where did you sleep from Maskuyuni to home? I sleep at the toilet. At the toilet? Yes. The because closest, they locked the door. Yes. And the closest which you came with? My mother. Yes. Mm. Yes. So, Loasa, now you are happy here, hmm? Yes. We are happy with you. And now I'm learning to cook. I know to cook. Yeah, we cook a cake later, huh? Yes. You are very good and beshi. Yes. Yeah. Thank you. Loasa, we are very happy with you. Mm. Me too. You are very important for all of us yes. in the world. Thank you. I love you. Me too. Loasa kann unglaublich gut auch Haare schneiden,
Aber so ganz nebenbei hat er auch seine Leidenschaft bei uns für das Kochen und Backen entdeckt. Und es ist eine pure Freude, ihm bei seiner Sorgfältigkeit und Bedachtheit zuzuschauen. Ich liebe es. Und anschließend verputzen wir alles und er hat einen fast unstillbaren Hunger, was so typisch für einen heranwachsenden jungen Mann ist. Wen verwundert es? Mich am allerwenigsten. Loasa will später ein Hotel eröffnen, um Gäste zu verwöhnen und gute Arbeitsplätze für Freunde zu schaffen. Und ich weiß, dass er das schaffen wird. Hier seht ihr unsere Ältesten in einer Meditation, in der sie angeleitet werden, sich mit dem Himmel und der Erde zu verbinden, sich zu öffnen für ihre Wünsche, für ihre Glaubenssätze. Unsere Vision von Curatio ist es, jeden Menschen in seine persönliche Stärke zu bringen, um ein authentisches, freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich meditiere selbst seit vielen, vielen Jahren und ich finde es großartig zu sehen, wie schnell Kinder in die Meditation immer wieder finden. Und Steven schafft es hervorragend, ihnen dabei zu helfen. Es ist wichtig, dass wir als Team darin ausgebildet sind, da auch in Meditationen einiges losgelöst werden kann und das auch aufgefangen werden muss. Wir sind ein super Triangle und es macht uns eine große Freude, gemeinsam zu arbeiten. Und es war wirklich so lustig, wie es hier aussieht und er ist wirklich so stolz, wie er hier aussieht. Steven, you are my best brother. Im nächsten Film, wo es um unsere Projekte geht, wird allen noch klar, wie toll du wirklich bist. Und jetzt kannst auch du schwimmen mit fast allen unseren Kindern. And it's nice, Monica. I like it. Good job, Sabine. Happy birthday, Wilson. Thank you. Oh.
während draußen die Party abgeht, schläft unsere kleine Praise selig in ihren süßen Träumen. Und es ist einfach ein Genuss, nach dem Arbeitstag abzuschalten. Und Simba wartet schon und im Hintergrund der wunderschöne Mount Meru. Zum Fußballspielen mit Nachbar Ajub und den Nachbarskindern und unserem allabendlichen Spaziergang mit allen Hunden und Kindern und einer Menge Spaß. Bessere Entspannung gibt's nicht. Plötzlich saßen sie einfach im Garten, unangemeldet, 5 Maasais inklusive dem Anführer. 3 Stunden sind sie zu Fuß gegangen. Eine wahnsinnige Anstrengung lag hinter ihnen, aber sie wollten mich willkommen heißen, die Hebamme, die morgen zu ihnen ins Dorf kommt. Komm gerne mit und begleite mich auf dem Weg in die neue Kultur für mich, der Maasai. Mehr Informationen zu Curatio und mir findest du unten in den Links aufgeführt. Ich danke dir, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Asante Sana aus Tansania.